Heilige Rosa von Lima. Loch im Pulli flicken, Fotos loswerden. Uiuiui, was? I wasn't there when the bomb tore the gallery apart. But the blast reverberates in my head. Waking me at night. Men burned and died. I just have to keep telling myself, violence begets violence, and oppression must be opposed. To preserve what is good, sacrifices have to be made. Miraflores' new regime brought this down on all of us. In die Schublade legen. Leg Fotos weg, wir lassen sie einfach mal da. Alles klar, und noch ein Loch im Pulli müssen wir flicken. Das sollte ja auch kein großes Problem sein. Also Erfolge gibt es ja hier auch noch und nöcher. Oh, was haben wir da denn? Wieder eine Notiz. Spielst du? Klar, ich würde es gerne lernen. Vielleicht zeigt er uns ja dann mal ein paar Tricks. Triggity Tricks, Tricks. Können wir jetzt hier eigentlich... Nee, ein Spiel können wir nicht mit ihm machen. Wäre, glaube ich, auch dann noch ein relativ langweiliges Spiel, wenn man sich nicht gegenüber sitzt. Hier? Der Plover? Herzförmigen Flicken nähen. Mit derselben Farbe zunähen. Ja, muss ja auch dann immer noch gut aussehen. Auch wenn ich dem ganz gerne ein Herzchen geschickt hätte. Yay! Super gut. Feierabend. Das ist immer das Schönste. Ja? Wir machen hier nochmal, weil wir so nett sind. Das Datum umgestellt. Heute aber hier nichts wie weg, ne? Wir wollen ja auch nach Hause. Oh, hier, nee, wir setzen uns nochmal kurz hin. Jede Woche wächst Ortegas Sammlung von Artefakten und Kuriositäten, aber woher kommt das alles? Wahrscheinlich aus dem Museum, weil er dann alles klaut. Oder das gespendet bekommt? Weiß man noch nicht. Aber wir säubern hier. Oh, Alter. Hat er hier so eine Maske jetzt? Gut, wir. Ah. Ich liebe es. Ich will mehr machen. Ja. Ja. Wir wollen hier mehr arbeiten. Vielleicht kriegen wir dann auch ein bisschen mehr Zeit. Vorsichtig. Ja. Okay. Ach, jetzt sind wir hier oben wieder. Dann können wir jetzt hier abhauen. Wir haben ja alles. Oh, Schuhe. Können wir die hier noch irgendwie nach oben bringen? Alright. Also der Ortega scheint ja auch eigentlich ganz nett zu sein. So, der bedankt sich auch immer, lässt uns hier Notizen da, fragt, ob wir spielen können, also das Klavier. Ja, vielleicht ist er ja doch gar nicht so. Oder, ja, je nachdem, man weiß ja noch halt noch nicht, was der macht oder was der halt überhaupt hat. Enthauptung des heiligen Jakobus, dem Täufer. Abendessen vorbereiten, Mixtape aufnehmen. Me, Gabrielle. Yes, they blew apart your precious gallery. What did you think the revolutionaries were going to do? Wave banners at the regime until they gave up? Gabrielle is angry with me because a building was destroyed. But my brother has been arrested. I don't know if they have any real evidence, but the stories about Miraflores jails are horrifying. The president won't openly execute an American citizen, but inside a prison, anything can happen. I pray David is safe. Hm. Oh, wir haben ihm da mal ein bisschen was gemacht. Jetzt sollen wir noch ein fucking Mixtape aufnehmen. Der hat sie doch nicht alle. Wie soll ich das denn machen? Was hat er vor? Vielleicht gehört Ortega ja auch einfach mit zur Revolutionärsarmee oder sowas. Oh.
Okay, wir haben eine Taste gedrückt. Viel gebracht bestimmt. Na, wer weiß, vielleicht lernen wir das ja tatsächlich noch irgendwann. Volkslied. Okay, war es das jetzt? Nö, gut, ich will weg hier. Ach, scheiße, ich kann das jetzt nicht wieder wegnehmen, ne? Au, Bücher! Zierde und Verbrechen. Hinsetzen möchte ich mich nicht. Wir sollten doch noch irgendwas machen. Mixtape aufnehmen, ja, zum Teufel. Hier oder was? Im Heimatland aufnehmen. Ja, machen wir mal. Ich denke mal, das dauert Ewigkeiten. So schnell kann so ein Mixtape ja nicht entstehen. Die war aber doch ganz schön schnell fertig. Ja, jetzt steht hier eine Bank. Hier steht auch eine Bank mit noch einem Buch. Von Adrian Horn. Ey, hallo, du stehst hier ein bisschen im Weg. Aber man kommt da trotzdem noch dran vorbei. Glück gehabt. Gut, hier scheint auch nichts Neues zu sein. Dann können wir ja vielleicht noch einmal schnell putzen. Ich gehe nach Hause. Machen wir. Essen war ja fertig. Genau, und sonst war ja hier nichts weiter. Dann können wir auch in aller Ruhe nach Hause gehen.